Und damit hallo und herzlich willkommen zum Egg Opening. Wir gucken mal rein, wir haben wieder jede Menge Eier. Genau, zwei garantierte Fünfer auf jeden Fall, 56 Licht- und Dark-Eier und fünf von diesen Schmuckstücken. Da bin ich fast gewillt, nochmal eine andere Reihenfolge zu machen, indem wir erst die Farbeier aufmachen. Dann die hier. Dann die und dann die. Deswegen, dann legen wir mal los. Gucken wir mal. Großartig erwarten tue ich heute irgendwie nichts. Außer ein Dark Indra zweimal. In den Licht- und Dark-Eiern natürlich. Aber wer tut das nicht? Was ist ja schon wieder soweit? Ende des Monats. Ah, nee, den will ich nicht wegtun. Kommt ja wieder einiges beisammen, wie ihr seht. Ich habe auch einige Belohnungen nicht abgeholt, damit die in den nächsten Monat reinwandern, unfairerweise. Aber ich übe mich in Geduld. Und ihr müsst euch dann auch in Geduld üben. So, Feuer, 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 Feuer. Oh, ein Fünfer? Belial? Nein, Persenophäe. Ja. Brauche ich auch langsam mal auf Evolutionsstufe 3 für den Dex. Da fehlt die mir sogar noch. Also haben wir schon mal ein Fünfer auf jeden Fall. So, kleine Randinfo nebenher noch. Wir haben ja dieses neue Monsterchen bekommen, diese Iris. Bei der ist es so, die heilt über beide Reihen. Genauso wie sie den Dark Buff auch verteilt. Oder den, ich weiß, die Licht. Auf jeden Fall da diesen Würfelbuff mit dem kritischen, mit der kritischen Trefferchance und den kritischen Schaden. Macht die auf die ganze Line. Heißt also, man könnte im Fireteam damit spielen. Eventuell rechts Nixe und sie laufen zu lassen. Und links dafür Kanarus wegzulassen. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, dann die Dark Okeanos vielleicht wegzulassen, weil Kanarus macht ja einen ATK-Down, ATK ab. Und dass man auf der rechten Seite drei Angreifer Debuffer hat, dann vielleicht noch ein Chino, nicht rechts, sondern links, und da vielleicht noch ein Chino mit reinzieht für einen weiteren ATK-Down. Weil unten bringt es auf, oder in der ersten Line bringt es auf jeden Fall ja nichts wegen dem Buffbreaker. Aber so könnte man dann stellen. Es wäre dann interessant mal auszuprobieren. Ich habe nicht die Gems, um sie zu ziehen, weil ich mir jetzt alles rausgepulvert habe für Wukong-Schmuckstücke. Mir fehlt sogar wahrlich noch eins. Aber das mache ich dann irgendwann wieder weg. Oh. Alternativ Albtraum, sehr schön. Alternativ freue ich mich immer. Albtraum, naja, so lala. ja, werde ich dann beim nächsten Pull mal mitziehen, dass ich die Feuer auf E3 bringen kann und sowas. Und sie dann exklusiv nochmal teste. Oh, noch einer. Jetzt schmeißt das Ganze. Oh, Jömmel, den habe ich gerade eben erst ein bisschen angefangen zu bauen, weil mein Speicher voll ist. ja, auf jeden Fall ist halt dann die Frage, die Dark Okeanos kann man sich dann vielleicht wieder schenken. Boah, jetzt rollen sie aber. Oh, da ist die Wasservariante noch, sehr schön. Das Schöne ist, alle meinen, ich bin jetzt im Clan. Ding am Pullen, aber kriegen keine Geschenke, weil ich nicht im kleinen Festival momentan pulle. Ja, aber muss man dann halt ausprobieren. Bei Dark Okeanos macht, glaube ich, auch nur macht ATK und Death Down. Aber dann könnte man das ja kombinieren mit dem erhöhten Death Down, dann steht die Line wieder länger. Ja, muss man mal gucken, wie man das machen kann. Auf jeden Fall kann man links dann wahrscheinlich auf einen Heiler verzichten.
Dann würde ich aber einen Direktheiler mitnehmen. Dann würde ich eher Kanaris mitnehmen, statt hier die Okeanos. Oder ist Okeanos ein Direktheiler? Ihr seht, ich bin selber noch ein absoluter Noob, aber ich achte auf sowas halt eher selten. Weil für mich ist wichtig, dass die Heilung durchgedrückt wird. So, dann sind wir da auch schon am Ende. Hat genau gepasst. Dann machen wir jetzt erstmal die hier auf. Ein Fünfer. Okeanos, wir haben sehr oft Okeanos gesagt. Aber es ist auch nur ein Fünfer. Aber nicht schlimm. So, jetzt machen wir die hier auf. Ah, Kura und Nixe habe ich schon. Beziehungsweise muss ich da mal gucken. Habe ich auch bald schon. Die habe ich natürlich alle schon. Habe ich auch schon? Habe ich auch schon? Oh, die letzten 6 Eier, komm schon. Ah, außer Spesen nichts gewesen. Schade. Schade. Dann nächste Woche wieder. Und hier haben wir. Nicht Indra. Oh, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall Albtraum und was haben wir hier? Gilgamesch. Ja, es stimmt. Gilgamesch war es. Ja, okay. Ansonsten sammeln sich hier die Eier gerade ein bisschen an. Gerade nicht so relevant. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Update wieder. Oder wenn es sonst was Schickes Neues zu berichten gibt. Ja, bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao.